Das ist fies gewesen. Aber ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wie ist so mit diesem ersten Mal und so. Ist es das erste Mal was Besonderes oder das erste Mal mit dem richtigen Partner? Man weiß natürlich nicht, ob es der richtige Partner ist. Das stellt sich natürlich erst in den Momenten raus, mit der Zeit. Mit den Momenten, die man hat. Weil man muss in einer Beziehung muss man Höhen und Tiefen erleben. Das ist definitiv auf jeden Fall klar. Das bringt nichts, wenn man sich streitet, erstmal kurz in die Brüche geht. Wichtig ist aber, dass man nicht aufgibt. Das ist immer wichtig. Viele schmeißen alles viel zu sehr hin und denken, ach, lass mich einfach sein. Such mir einen neuen. So, sowas verachte ich. Sowas finde ich einfach nur schrecklich. Dann weiß man auf jeden Fall, dieser Mensch hat nicht wirklich geliebt, nicht wirklich gefühlt und das sollte auf jeden Fall so, auf jeden Fall auf keine Art und Weise sein. Kämpfen, es reparieren. Man wirft auch kein kaputtes Spielzeug weg, man versucht es wenigstens zu reparieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. So, und wann ist der mal jetzt hier munter? Der ist schon lange wach, schon lange ausgeschlafen. Schreibt's einfach mal in die Kommentare. Ich würde mal wissen, ob meine Meinung, die ich habe, verkehrt ist oder ob Leute da sind, die sagen, ja, das stimmt schon, hast schon recht. Und ja, also, wenn ihr mich kennenlernen wollt hier, so ein Spaß. Nein, Mann, Witz, Mann. Ja, aber würde mich mal interessieren. Weil ich habe nämlich auch schon so einiges erlebt. Und kann davon ein Lied schreiben. Warum hängt eigentlich Klopapier, wenn du kein Klopapier benutzt, Junge? Das ist widerwärtig, das ist eklig. Ah, guck mal hier, Katie ist so lieb und... Specksalat-Tomaten-Sandwich. Ein Gericht nehmen. Hergestellt von Katie Currykäse. Ein Gericht nehmen. So, die macht sich aber heute über große Mühe, ne? Hier noch was für die Ladies. Für die Ladies von vorne. Wuhu! Oh. Aber der hat schon ein bisschen... Bisschen Muskeln hat er schon bekommen. Ein bisschen definierter ist er, oder? Was soll so ein paar Stunden im Fitnessstudio ausmachen? Das ist ja ordentlich. Hab ja gelesen gehabt, dass man zum Beispiel dick werden kann... dünn werden kann, Muskeln aufbauen, Muskeln abbauen. Irgendwie so habe ich irgendwie was im Internet gelesen. Ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht ist es auch nur eine Einbildung jetzt, die ich gerade habe. Aber ich glaube, das habe ich irgendwo was gelesen gehabt. Weil das ist auf jeden Fall schon mal, finde ich cool. Wenn man so die Statistik, die Struktur eines Menschen verändern kann. Ja, hat sie gut gemacht, ne? Musst du dann arbeiten? 3 Stunden. Hat er noch irgendwelche Aufgaben hier zu erledigen? Abgeschlossen. Ich weiß nicht, um die Scheiße, was ist gute Laune zur Arbeit zu gehen, Tagesaufgaben erledigen, gute Beziehung mit den Kollegen. Okay, glücklich, energiegeladen. Was haben wir hier noch so für Auswahl? Was denn? Ah, Rückenschmerzen wegen dem Bett. Ja, natürlich, wollen natürlich keine Rückenschmerzen haben. Ne? Achso, alle Anzeigen, das wollte ich nicht. Ich wollte Komfort und ein Bett. Was haben wir denn hier so Schönes? Was haben wir denn hier? Luftkissen. Stress gemildert. Stress gemildert. Unbehagen gemildert. 4 Unwohl. Ist das nicht die hier? Reduzierte Liege. Na, die verkaufen wir erstmal. Was haben wir denn hier so Schönes? Stress gemildert. 2000. Wow. Ich glaube, das ist eigentlich... für den Anfang nicht schlecht, oder? Also. Was ist denn das hier? Schalte dir diesen Impuls. Achso, die einsame Schläfer. Der einsame Schläfer, Entschuldigung. Ich denke mal, wir nehmen das hier. Warte mal. Ja, das nehmen wir. Warte mal, andere Farben vielleicht noch.
Hm, was nehmen wir denn? Na, das hier. So, sollte eigentlich... Warte mal. Ah, cool. Wollte ich mal testen. Jetzt kann ich es auch. So, in 2,5 Stunden muss er arbeiten. Wie sieht's mit ihm aus? Da, boah, der sieht top aus. Der müsste eigentlich jetzt befördert werden. Machen wir nochmal eine erfrischende Dusche, ne? War das eine erfrischende? Ne, energiegeladen. Energiegeladen, energiegeladen. Wo ist das? Hat er nicht. Okay. Einen Zimpfjahr schon am Stück wach halten. Hab ich? Hab ich? Das war ein nettes Gespräch. Nett. Ah, den habe ich da, glaube ich, auch in einem Fitnessstudio getroffen. Okay, er macht's doch. Lass ihn einfach da liegen. Was macht er denn? So, jetzt machen wir hier. Das sieht die Emotions auch noch hier. Sie ist ja traurig. Das ist. Chabo Bakel. Damn, Sir. Umbu Chabwe. Bahira. Fabisi Volmip. Oh, sie mag mich nicht. Mit dem Flugzeug möchte sie wegfliegen. Rob? Siphone Frost. Sinoche. Nerxka Sherard. Ach, sie ist wieder glücklich, aber sie kann es immer noch nicht leiden. Bad and Grab. Grummi. Fwiffa and Ball. Bob and Nash. On Chibi. Usmavadish. Bullain, Kuza Chuva. Oh, Zappelnorf. Swibbip. Tube. Na, siehst du. Aber die Aufgabe auch erledigt. Jessene Klonkas Rabana. Flazel Pelka. Philbar. Ah, Bayumi. Was hat denn der da im Gesicht? Zorpo. Binkapa Skansen. Was ist denn mit ihm passiert? Klevite Bainu. Verdoi Befala Yadim. Hat der Ausschlag? Dagdag. Hat der Ausschlag? Ach, hier ist die Geige. Warum hat der so einen Ausschlag im Gesicht? Krass. Geht er zur Arbeit? Warum hat der denn so eine Flecken im Gesicht gehabt? Das ist ja... Zaran weiß, dass es keine Idee war, so spät mit den Kong... Ich probiere es einfach nochmal. Ah. Leistungsverbesserung? Klein, ne? Das ist doch immerhin etwas. So, Katie ist wieder zu Hause. Oh, die ist müde. Komm. Komm. Oh, der Spaß ist im Keller, ey. Ja, das ist auf jeden Fall ein deutlich besseres Bett. Yeah! Zauber wurde befördert und ist jetzt C-Promi.
Er verdient jetzt $4 mehr pro Stunde, was eine Stunde von insgesamt 40 Dollar, also 7 Dollar pro Stunde ergibt. Er zündet den folgenden Bonus, erhalten 541 Teppich Sim Idol. Seine nächste Schicht beginnt am Samstag um 17 Uhr. Okay. Das ist ja gut, das finde ich cool. Kann er eigentlich mit dem selber im Bett schlafen, oder geht das jetzt? Oder meckert er jetzt immer noch rum? Eigentlich müssten jetzt doch eigentlich... Warum legt er sich dann nicht ins Bett? Macht er nicht. Aber vielleicht möchte er noch nicht schlafen. Das kann möglich sein. Das ist natürlich eine Idee. Oh, das Essen ist verdorben. Ein Gericht nehmen. Nee. Vorspulen hier, das ja. Warte mal, was sind jetzt deine Tagesaufgaben? Willst du nicht begonnen? Witze schreiben, Musik üben. Der ist es ja wirklich. Lass dich schmecken, ey. Da ist es weiter. Get. So. Wow, das war knapp mit dem Auto gerade. Möchte er nicht? Was ist denn hier mal los? Ach, guck mal, da ist er doch endlich. Ja, dann lassen wir sie einfach mal ein bisschen schlafen. Oh, da ist er ja wieder wach.